die Faktenlage. Seit Freitagnacht um 12 gilt ja die Ausgangssperre in Bayern. Konkret, wir als Wohngemeinschaft, ist ganz klar auch formuliert, dürfen zusammen sein. Ich spüre gerade wirklich jeden Tag große Dankbarkeit, dass ich in Gemeinschaft lebe. Es ändert sich fast nichts für uns hier im Gemeinschaftsleben. Wir haben genauso engen sozialen Kontakt wie vorher und das empfinde ich als so großes Geschenk in dieser Zeit, wo so viele Menschen sich jetzt gerade distanzieren müssen voneinander. Ich sehe einen unglaublichen Wert darin, in Krisenzeiten wie diesen von meiner Gemeinschaft getragen zu werden. Und für mich ist es nicht selbstverständlich, jetzt anstatt mehr Isolation tatsächlich mehr Verbundenheit erfahren zu dürfen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Corona ist eine super Chance, innezuhalten, zu entschleunigen, mal in Ruhe nachzudenken. Und die Zeit nach Corona wird vermutlich nicht so aussehen wie davor. Und wir haben jetzt die Chance, mehr in Richtung dezentrale, regionale Zusammenarbeiten zu denken. Meine größte Kraftquelle zurzeit ist wirklich die Tatsache, dass ich die Tür aufmache, raustrete in die Natur, mir keine Gedanken machen muss über Abstände, Menschen, die ich treffe oder nicht treffe, und mit meinen Tieren in den Wald gehen kann und die ganze Fülle dieses riesigen Kraftpotenzials, das wir haben, einfach in mich aufnehmen können. Ich fühle mich total bestätigt, dass ich mit meinem Weg, in Gemeinschaft zu leben, eine gute Entscheidung getroffen habe.